So, meine lieben Kameramagier, setzt schon mal eure Shading-Gläser auf und dann lasst uns reindiven in dieses Trainings-Preset, in dem du nachempfinden kannst, wie Shader funktionieren oder grundsätzlich erstmal die 3D-Bedienung. Falls du bis jetzt den 3D-Kurs in Fusion noch nicht mitgemacht hast, dann guck mal da oben, da ist eine Playlist verlinkt. Aber in diesem Preset, was echt gewaltig ist, was ich dir jetzt zeigen werde, findest du hier oben einmal die 3D-Tools, die man so zu 80% verwendet, also die wichtigsten, sagen wir jetzt mal so, geteilt in die 3D-Elemente, die Lichter, Render und Kameras und die Shading-Tools. Und dann jeweils hier so eine große Erklärung, was macht. Das kannst du dir natürlich auch in ein Textdokument kopieren und dort lesen. Ist wahrscheinlich einfacher als hier drin, wo du dann reinklicken musst und dann durchscrollen musst. Okay, gucken wir uns mal an, was wir hier haben. Hier haben wir einmal die Standard-3D-Szene, die du auch in meinem ersten Tutorial gesehen hast. Link findest du natürlich da oben. Und dann haben wir hier die aufgepeppte Szene mit Shader und so weiter. Aber um von hier nach hier zu kommen, musst du natürlich erstmal verstehen, wie so ein Shader aufgebaut ist. Und dann habe ich dir hier quasi ein Basic Shader aufgebaut. Und dann habe ich dir nochmal einen Shader mit Reflection Pass eingebaut. Also hier dieses Reflect habe ich dir mal erklärt in den einzelnen Nodes. Und das kannst du dir mal reinziehen. Yo, und am Ende ist natürlich eine Kugel. Und die kannst du dir dann gerne angucken. Und du kannst natürlich auch auf Donut stellen, wenn du Bock hast, um das Ganze dir mal anzugucken. Natürlich kannst du auch alles tweaken, also wenn du hier reingehst und in der Bombmap zum Beispiel die Height erhöhst oder flach machst, gönn dir also hart beim Experimentieren dieses Presets. Und geh wirklich so vor, dass du dir zuerst die Standard-3D-Szene gibst, dann die Shader an sich, dann versuchst du mal die zwei Shader hier nachzuvollziehen. Und dann geh erst in diesen Reflect-Shader rein, der dann diese zweigelagerte Madness hat mit Merge 3D. Ja, und wenn du jetzt Bock hast, noch mehr über Shader zu wissen, dann schau dir doch mal da oben das Shader-Tutorial an. Viel Spaß dabei!